Herzlich willkommen bei Elektromobilität am Punkt, heute zur frühen Morgenstunde. Eine wahre Geschichte. Ich hatte vor ein paar Tagen ein paar Freunde bei mir zu Gast und wir haben über Elektromobilität diskutiert und wir haben gemeint, mit diesem Auto, da kommst du ja nicht weit. Musst dauernd aufladen. Du kannst ja, Philipp, du fährst demnächst auf Urlaub. Du kannst ja nicht mal dorthin fahren. Ich habe gesagt, Challenge accepted, das schauen wir uns heute an. Wir fahren voll elektrisch mit einem ID4 auf Urlaub und zwar nach Rauris. Schauen uns an, ob wir dort laden können, ob das problemlos funktioniert, wo der Strom herkommt und vieles mehr. Ich bin gespannt. Wir fahren hier im schönen Mondseeland weg und bis nach Rauris, bis zu unserem Hotel, sind es ungefähr 125 Kilometer. Das Auto ist nicht ganz voll geladen, war mir persönlich ganz wichtig, weil wir ja sehen wollen, wie sich das wirklich im Praxisbetrieb bewährt. Also 122 Kilometer, viel Autobahn mit dabei, das heißt schnell fahren, das heißt aber auf der anderen Seite auch viel Strom natürlich dementsprechend brauchen. Bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. So, die ersten gut 30 Kilometer haben wir geschafft. Wir sind gerade beim Heizkraftwerk Nord vorbeigefahren und fahren jetzt gerade über die Salzach. Das heißt, im Norden der Stadt Salzburg jetzt gerade um die Stadt herum und haben dann noch etwa 80 Kilometer bis zu unserem Ziel, bis zum Capesolim in Rauris. Momentan schaut es gut aus. Wir haben noch ungefähr 359 Kilometer, sagt das Auto. Bin gespannt. So, wir sind jetzt im Hotel Capesolim in Rauris angekommen. Dort bin ich mit dem Matthias verabredet. Der zeigt uns jetzt mal kurz ein bisschen was vom Hotel und vor allem auch, wie wir nachladen können. Denn ein bisschen Strom haben wir jetzt beim Herfahren über die 120 Kilometer doch gebraucht. Im Tourismus haben wir in den letzten Folgen von Elektromobilität am Punkt schon erfahren, dreht sich auch immer mehr um das Thema E-Mobilität. Immer mehr Leute kommen mit einem Elektroauto. Habt ihr da vorgesorgt? Selbstverständlich. Unsere Tiefgarage, da haben wir natürlich ausreichend Platz für die Ladestationen gelassen, auch zum Nachrüsten. Der Punkt ist natürlich der, die Gesellschaft wandelt sich ein bisschen und wir als Richter müssen darauf schauen, dass wir ja zukünftig da gewappnet sind für solche Vorfälle. Wie viele Menschen kommen schon mit einem E-Auto und fragen nach einer Ladestation, nach einem Kabel, wo kann ich da anstecken? Circa 10% wird aber steigend, merkt man, relativ stark sogar. Ja. Ja. Super, unser Akku ist jetzt schon ein bisschen leer in meinem Auto, ein bisschen was habe ich schon noch drin, weil immerhin Reichweite von 400 Kilometer, 120 sind wir jetzt ungefähr gefahren, wir waren nicht ganz voll am Anfang, aber trotzdem vorm Heimfahren würde ich aus Sicherheitsgründen noch ganz gerne ein bisschen aufladen bei dir. Zeigst du mir, wo das geht? Selbstverständlich. Gehen Super, wir. Dann gehen wir gleich. Das Hotel Capesolim hat die E-Ladestationen in der Tiefgarage verbaut. Hier können schon heute ordentlich viele E-Autos gleichzeitig laden. Genau, wir haben hier unten in der Tiefgarage 61 Stellplätze. Davon haben wir jetzt 10% mit Ladestationen belegt und können aber jetzt eigentlich, so wie es jetzt vorbereitet ist, die ganze Tiefgarage mit Ladestationen nachrüsten. Was muss der Gast mitbringen, außer ein Elektroauto natürlich, um dann wirklich laden zu können? Wie geht das jetzt vor sich? Was muss er tun? Grundsätzlich nichts, einfach anhängen, anstecken. Die Beschreibung ist an der Ladestation oben, beziehungsweise bei App von der Salzburg. Gut, dann würde ich sagen, das probieren wir jetzt gleich mal aus.
Wo kommt jetzt dieser Strom, der hier durch dieses Kabel ins Auto fließt, her? Genau, wir haben da am Dach eine hauseigene PV-Anlage, die sowie die Ladestationen auch unseren ganzen Wellnessbereich, Hallenbad und die Gastronomie versorgt. Mit der hauseigenen PV-Anlage können wir eigentlich mehr als unseren Grundbedarf decken. Zurück an der Rezeption treffen wir Marco Dirasso. Er zeigt uns, wofür der Strom aus der PV-Anlage sonst noch im Hotel genutzt wird. Also ist absolut wunderschön bei euch mit den Bergstück hier. Genau, mit dem Rauch ist ein Tal. Also fast zum Dableiben. Also. Was haben wir jetzt als nächstes am Programm? Wir befinden uns hier im Wellness- und Spa-Bereich, wo sich die Gäste nach einem entspannten Saunagang am blühenden Dachgarten noch erholen können und die Luft und die Umgebung einfach auf sich wirken lassen können. So, und wenn man jetzt richtig wellnessen war, dann kann man sich hier bei euch entspannen, oder? Genau, also hier befinden wir uns im großen Ruheraum, wo man schlussendlich wirklich die pure Erholung findet. Das glaube ich. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Natürlich nichts dagegen zu sprechen. So viel Erholung macht hungrig. Wir machen uns auf den Weg ins Restaurant. Auf der Terrasse treffe ich Hans-Peter Buchecker von der Salzburger AG. Hallo Hans-Peter, servus, grüß dich. Servus Philipp, grüß dich. Sag einmal, wir sind jetzt mitten in Rauris wunderschöne Natur, ein neues Hotelprojekt, das wir uns gerade angeschaut haben. Wie wichtig ist denn so ein Projekt für die Salzburger AG? Ja, so Hotelprojekte werden jetzt immer wichtiger. Der Grund ist einfach der, weil die Nachfrage, also vom Gast, ob der jetzt aus Deutschland kommt oder aus Holland, wird schon nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, am Hotel oder im Hotel die E-Autos oder auch die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge aufzuladen. Welche Modelle gibt es da, wenn ich ein Hotelbetreiber wäre? Ich meine, ich bin jetzt nicht in dieser Position, aber es gibt ja einige bei uns im schönen Bundesland Salzburg. Welche Möglichkeiten bietet ihr da an? Zum einen kann jetzt der Hotelier selbst als Ladestationsbetreiber auftreten. Also das heißt, da liefert den Strom auch das Hotel. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich möchte zwar das den Kunden anbieten, aber ich möchte mich eigentlich um gar nichts kümmern, wie es zum Beispiel hier im Café Solim passiert ist. Genau, also hier war der Wunsch, dass die Eigentümer von diesen Apartments gesagt haben, sie wollen eigentlich mit diesen Ladestationen oder mit der Abrechnung der Ladevorgänge nichts zu tun haben. Auch dafür haben wir jetzt eine Lösung. Also das heißt, die Salzburger AG hat da im Haus einen eigenen E-Mobilitätsanschluss gemacht und von diesem Anschluss werden die ganzen Ladestationen versorgt. Wir machen auch die Abrechnung direkt an den Gast. Also die Ladestation kann man sich freischalten mit Handy-App, Kreditkarte oder auch mit einer Kundenkarte. Und die Rechnung geht dann direkt von der Salzburger zu dem Gast, der was da die Ladestation benutzt hat. Was verwenden die Gäste, die vor allem von ein bisschen weiter weg kommen, lieber? Ich nehme an, Kundenkarte werden sie wahrscheinlich keine haben, weil dafür sind sie wahrscheinlich nicht oft genug in Salzburg. Kreditkarte gegen App könnte ich mir vorstellen, ist das Match. Genau, also wir haben uns das einmal ausgehoben, also was eigentlich bevorzugt wird. Und das ist ganz klar bei den ausländischen Gästen die Kreditkarte. Der Grund ist einfach der, weil er da mit keinem Energieversorger oder Ladestationsanbieter einen Vertrag schließen muss. Ich habe jetzt vor gut einer halben Stunde das Auto unten angesteckt. Ich glaube, ich habe ungefähr 200 Kilometer bin ich gefahren. Das heißt, der Akku war so mittelleer ungefähr. Ist der mittlerweile voll? Voll werde ich jetzt nicht sein, weil die Ladestationen haben jetzt eine Ladeleistung von 11 kW. Also in einer Stunde wirst du jetzt circa, ja, sag jetzt mal so 60 bis 70 Kilometer wieder reingeladen haben. Also zu dir nach Hause. So viel ist drin, dass du heimkommst. Wunderbar. Bevor ich ihn zurückgebe, muss ich dann in Salzburg wahrscheinlich noch zum Hypercharger, zum Großen. Aber das ist kein Problem, da haben wir ja genug. Genau. Sehr gut. Danke dir recht herzlich. Gerne. Danke.
Also wir haben heute gesehen, mit dem Elektroauto ins Hotel, quer durch Salzburg, überhaupt kein Problem. Wir sind über 120 Kilometer weit gefahren. Wir haben immer noch 220, 240 Kilometer Restsaft im Auto drinnen gehabt und mittlerweile etwas nachgetankt. Jetzt haben wir also wieder über 300 Kilometer. Damit könnten wir hier von Rauris quasi bis nach Wien durchfahren. Also mit dem E-Auto ins Hotel, in den Urlaub, kein Problem. Mission gewonnen.